Also während dieser Zeit haben wir nicht können vorstellen, mit so einem Schmerz können weiterzuleben. Das war einfach unmöglich gewesen. Ich bin enorm gesund gewesen. Ich habe nie gedacht, dass mich eine Krankheit dermaßen schwächen kann. Dann, als ich positiv auf Corona getestet worden bin, habe ich zuerst gedacht, das geht eben nach 3 Tagen wieder vorbei. Und mit diesen 3 Tagen ist es aber nicht geblieben, sondern es ist dann weitergegangen. Und nach 2 Wochen habe ich immer wie mehr Kopfschmerzen bekommen. Ich habe komisch gesehen. Ich bin mal ohnmächtig geworden, einfach aus dem Nichts raus. Das Reden hat mir immer Kopfschmerzen gemacht. Also ich konnte mich kaum formulieren. Und fragt man sich jeden Tag, ob das wieder wird. Ob das Leben überhaupt irgendwie wieder kannst bewerkstelligen. Die ersten paar Monate bin ich unfähig gewesen, wirklich entweder eine Zoom-Vorlesung oder schon nur einen Film zu schauen. So etwas Banales. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mich mit 25 fit und munter, das Corona mir ein Jahr vom Leben einfach kaputt macht.